Vor allem finde ich es lustig, und Leute behaupten, sowas wie Elden Ring wäre schwer. Und man würde oft darin sterben. Elden Ring ist auch schwer. Man stirbt doch oft darin. Die Leute haben nie Starbound gespielt. Ich bin jetzt schon öfter gestorben als in sämtlichen meiner Dark Souls und ja, sonstigen ähnlichen Sachen. Ich bin nicht gut in diesen Spielen. Ich kenne sie, aber... Oh, was okay, ich habe gerade einen Bosskampf gegen den Bürgermeister. Ja, du hast gerade das ganze Dorf gegen uns aufgebracht. Hurra. Wahrscheinlich, weil du... Wie viele... Hast du gerade eine Tür abgebaut? Nö. Hast du gerade irgendwen angegriffen? Kann sein. Ja, cool. Wir haben jetzt sämtliche Quests hier verloren. Das heißt, es gibt... Es gibt keine... Keinen Grund mehr. Oh, doch, Moment, ich hab die noch. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nur für... Aber wir haben doch... Aber wir haben doch die zwei... Wir können doch weiter auf die nächste Insel. Das nächste, nicht Insel. Ja, cool, ich weiß aber nicht, ob es da NPCs überhaupt gibt. Oder ob es wieder nur so eine tote Welt ist, wo gar nichts passiert. Ja, den hast du angegriffen, offensichtlich. Und ich bin halt nur ins Kreuzfeuer geraten, die hassen dich. Ne, ich habe halt wild in die Luft geschossen, das ist halt, kann jetzt schon mal passieren, dass das dann... Du hast doch ziemlich jeden hier angegriffen! Ich bin halt hier jetzt... What the fuck? Ich bin halt hier jetzt Volksfeind, das ist... Ist in Ordnung. Hast du gerade? Meine Leute greifen gerade alle an, was? Okay, das ist super dumm. Ich kämpfe gerade gegen den Raketenwerfer, komm hier hinter. Ja, cool, ich kann keine Crew mehr mitnehmen. Och, das Spiel ist doch echt scheiße. Bin tot. Dann nimm deine Crew nicht mit. Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr. Boah, also... Ich freue mich wirklich schon, wenn wir wieder irgendwas tatsächlich Spaßiges spielen. Machen wir das nächste Mal. Ja, bitte. Warum schneit's jetzt hier? Ist Deutschland oder was? Der Himmel weint. Und schießt nicht mehr random Leute ab. Okay. Vor allem, glaube ich, du hast irgendeinen Wächter umgebracht. Die wir brauchen für den Bosskampf, weil der normalerweise für uns die Bosskämpfe macht. Kann sein, dass du ihn jetzt gekillt hast. Oh nein! Da ist dein Summon. Der Boss ist, glaube ich, so gut wie tot. Nee, der hat noch eine halbe. Der hat noch die Hälfte seiner Lebenspunkte, der Boss. Ja, weil der... Okay, was... Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf dieses Spiel. Ich breche jetzt alle Quests ab, soweit. So. Kommen wir jetzt einfach zum nächsten Planet schon, oder ja, was ist jetzt? Da müssen wir vorher den Boss besiegen, oder wie? Ist der Boss jetzt nötig, damit wir... Nein, ich hab jetzt einfach alles. Dann lass uns zum nächsten Planeten. Ja, jetzt müssen wir irgendwelche Upgrade-Module finden, wo ich keine Ahnung hab, wie aufgebaut sind. Wir haben hier halt nicht so viel Auswahl an Planeten. Was sind neue Planeten? Das ist ein, den wir noch nicht hatten. Wir waren mittlerweile an so ziemlich allen. Wir haben leider nur dieses eine Sonnensystem, weil wir keinen Treibstoff haben, weil keine Ahnung, wie man an Treibstoff kommt. Haben wir keinen neuen freigeschaltet, oder? Nein, warum sollten wir was freigeschaltet haben? Ich dachte, dafür haben wir die Crewmembers mitgenommen, damit wir... Nein, jetzt müssen wir Upgrade-Module finden. Ich habe keine Ahnung, wo man Upgrade-Module herkriegt. Ach, ich verstehe das Spiel nicht. Weil das nie erklärt... Ja, niemand versteht dieses Spiel. Ich verstehe es, deine Crewmitglieder. Kannst du sowieso nicht. Na dann, let's go. Wo gehen wir hin? Ah, Moment, es kann sein, dass ich Upgrades-Module schon habe. Ich habe 3 Upgrade-Module hier, gerade im Inventar. Oh, cool, gib die. Kannst du die mir mal kurz geben? Ich kann sie in die Kiste legen. Sehr gut, ich glaube, ich habe meine nämlich auch in irgendeine Kiste gelegt. Ja. Ich hatte. In die unterste Kiste. Jawohl.
Okay, jetzt kann ich zumindest mein Schiff upgraden. Ich hatte doch irgendwo Upgrade-Module. Ich habe keine. Die hab ich dir gerade in die Kiste gelegt. Oh lol, ich hab andere Kleidung. Dann upgrade mal. Moment. Mein Haustier ist im Weg. Du musst nur ein bisschen zurückgehen. Du musst nur zum Teleporter gehen, dann folgt er dir. Ja, jetzt. Mein Gott, das ist. Hier habe ich es nicht drin. Auch nicht drin. Auch nicht drin. Wo hab ich denn meine Upgrade-Module hin? In der untersten Kiste habe ich den 3 reingelegt. Ja, ja, ich weiß, die 3 habe ich jetzt auch benutzt, aber ich hatte irgendwo Upgrade-Module. Ich weiß nicht. Hast du vielleicht mitgenommen und auf einer Welt verloren? Nee, die kann man nicht verlieren. Okay, ist egal, dann gehe ich jetzt zu Pinguin Pete. Kannst du auch Upgrades machen, oder? Exakt. Wird das Schiff größer. Aha. So, das müsste er sein. Juhu. Da ist ein Pinguin, der schweißt. Dann kann ich dir auch sehen. Na, schade nicht. Nö, aber ich kann jetzt zurück. Dann müssten wir weiterkommen. Yay. Yo, das ist. Das ist mein Schiff. Das ist nicht dein Schiff, das ist immer noch meins. Doch, ich bin gerade auf meinem Schiff. Das ist dein Schiff. Oh. Es hat einen Anhänger. Ja. Der gar nicht dazu, der kann nicht zu der Farbe, denn das ist ein komplett anderer Typ. So, na dann, let's go. So, ich guck mal eben, wie wir an Fuel kommen. Was man natürlich dafür braucht. So, Fuel. Zur Aufmunterung. Ein kleines Lied. Okay, wir müssen auf irgendeinem in so einem random Mond. Ich glaube den hier. Hörst du eigentlich die Musik? Ja, ich höre die Musik und sie ist sehr nervig. Sehr schön. So, und jetzt läuft das wie folgt. Wir werden auf diesen Mond gehen. Wir werden sterben. Aber davor müssen wir so viel Treibstoff wie möglich abbauen. Juhu. Atemluft. Ja, wie gesagt, wir werden sterben. Wo kriegen wir Treibstoff her? Lilanes Erz im Boden. Okay. Alter! Moondust. Oder nicht? Nein. So. Ich hab zumindest ein bisschen was gefunden. Ach, das liegt ein Erz hier. Wir verlieren doch alles wieder, wenn wir sterben, oder? Exakt, deshalb habe ich mich immer hochgeportet. Und pack das in die Kiste. Okay, das mache ich dann mal auch. Ist halt scheiße, dass man Sauerstoff hat. Ja, aber eine Weile reicht's doch. Ich baue mal mit ab. Das Zeug hier, oder? Nee. Das Zeug hier.
kann mich nicht teleportieren. Das ist dumm. Ich habe keinen Weg nach oben. Oh, da ist ein Monster. Riesiges Monster. Und ich bin tot. Nice. Ich auch. Ja. Oh, man kann die Upgrade-Module tatsächlich verlieren. Das erklärt einiges. War das meine drei Upgrade-Module, die du hattest? Hm, kann sein. So, jetzt sammel das Zeug ein. Let's go. Ja, wir brauchen übrigens 100 Chip-Fuel für einen Sprung. Na toll. Hier ist eine Grube. Sieht zumindest so aus. Wie viel hast du schon? Ich glaube 3. Ich habe jetzt schon keine Luft mehr. Aber noch zu dem Dings, Fuel-Dings begraben. Immerhin. Gut. Das macht ja so sehr Spaß. Schwein. Noch Mensch. Ja, komm. Und runter. Mein nächstes Abteil ist übrigens fertig, habe ich gerade gesehen. Jo. Geh mal hier ein bisschen sammeln. Okay, da haben wir jetzt an die Oberfläche und hier. Das ist die hohe Kunst. Scheiße. Ich komm da nicht hoch. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. Dreckig. Ich guck mal kurz. Was ich hab nicht eingekriegt. Ich guck mal kurz. Es macht so sehr Spaß. Ja, macht es. Sehr, sehr viel Spaß. Aber in dein neues Abteil kann man noch nicht rein, weil da ist eine Tür verschlossen. Oh, wir brauchen. Scheiße, hab ne. Brauchen einen Anvil. Wie viel hast du? Wir brauchen erstmal einen Anvil, damit können wir ein Atemgerät bauen und für einen Anvil brauchen wir. Wir brauchen Eisen. Ein Atemgerät. Eisen, Timber und Lock. Wer braucht schon ein Atemgerät? Na, wir werden wahrscheinlich nicht genug finden. Wie viel von dem Fuel hast du schon? 31, wir brauchen aber mindestens 100. Das kann ja noch dauern. Ja, wie gesagt, wir brauchen erstmal eigentlich ein Atemgerät, aber Atemgerät können wir nicht bauen, bis wir ein Anvil haben und ein Anvil können wir nicht haben, bis wir irgendeine Scheiße gesammelt haben. Lass mal lieber. Ja gut, dann können wir jetzt nichts mehr machen, dann kannst du den Stream auch genauso gut beenden. Wir können auch Fuel sammeln. Ja, cool, das bringt aber nichts. Wenn wir 100 sammeln, dann können wir einen Sprung machen. Wir schaffen keine 100. Oh, Moment, hier ist noch ein anderer Mond. Nice. Da können wir vielleicht noch mal. Hast du denn in das hier gepackt oder hast du es in irgendeine Kiste?
Ich habe null. Ich habe kein Fuel gekriegt. Bin immer gestorben. Was soll ich da packen? Muss, ja gut, dann geben wir unser Bestes. Da wollte ich mal eine Welt mit Eisenerz. Oh mein Gott, das ist viel. Oh, nice. Einsamen Tuch. Du hast sogar große Pools bekommen bei dir. Und ich kann nicht hoch. Doch, jetzt kann ich hoch. Ich gehe hoch. Guck noch kurz ein bisschen weiter. So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe hier keine Kisten. Mit irgendwelchen, warum auch immer. Okay, ich habe 70. Ne, 7. 70 Geld ist es wert. 7 Stück habe ich. Aber ich könnte jetzt mal 14 geben. Gekriegt. Ja, dann komm zu mir rüber. Warte. Dann packst du in irgendeine Kiste und dann packe ich es zusammen. So, zack. Erst mal 7. Ah ja. Wunderbar. Wie viel haben wir jetzt? Dann haben wir jetzt genau 55. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen noch 45. Also machbar ist es. Hier ist noch ein grünes, ein violettes Loch hier. Was wir da runter schaffen würden. Ah, hier gibt es noch was. Ich baue uns mal noch rein. Und tot. Gut, ich guck mal eben, ob wir noch zufällig irgendwo einen Mond haben. Hm? Hm? Oh ja, dann hätte noch einen. Ich wollte gerade runter das Ding holen. Du fährst jetzt schon weiter. Ja, wir gucken uns gerade noch den letzten Mond an, weil jetzt haben wir gerade den ersten guten Loot geholt und dann sollte der Rest auch gehen. Ich glaube, das war der, wo wir schon waren, oder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Sieht so gleich aus, alles. Ich kann mich hier runtergraben. Ich gehe hier taktisch vor und grab mich da runter zum... Für das nächste Mal, dass wir wieder kommen, da haben wir hier... So, wieder zurück. So, jetzt baue ich das hier ab. Wo war das? Natürlich, jetzt bin ich bei dir gelandet. Jetzt habe ich keine Orientierung mehr. Das ist ja gut. Ich habe ein, zwei Stück gekriegt, aber ich bin in der Höhle. Jo. Oh. Dieses Spiel ist so nervig. Ich habe ganze sieben Stück gekriegt.
Das ist besser als nichts. Na gut, das ist halt offensichtlich auch nicht darauf ausgelegt, dass man es so macht wie wir gerade. Ja. Wir haben halt das Problem, wir haben ein Sonnensystem, es gibt kein Eisen. Ich habe noch nicht ein Eisenerz hier gesehen. Also in diesem ganzen Playthrough bisher. Wir fliegen Meteoren. Ja, das passiert. Au. Bin gestorben. Wurde von einem Meteor getroffen. Mach mal nicht. Hier ist doch irgendwie so ein Monster, so ein riesiges Schlabbermonster. Da ist ein Schlabbermonster? Irgendwie so ein riesiges Geisterwurm-Dingens. Ziemlich ekelhaft aus. Ich porte mich kurz zu dir. Ja, genau hier. Ah. Okay, ich bin gerade super schnell gestorben. Ich weiß nicht, wodurch. Hast du mich wieder angegriffen? Nö, aber du kannst noch zu mir porten. Bin gleich tot. Ja. Jetzt bin ich tot. Und ich komme gerade zu dir. Cool. Ich grab mal lieber in meinem Loch weiter. Wir müssen irgendwo an der Oberfläche kratzen, weil wir können ja eh nicht hoch. Motti, wir müssen halt die Taktik haben. Die Taktik ist eigentlich, du baust dir ein Atemgerät und dann lootest du halt den ganzen Planeten und machst den Boss fertig, aber... Aber ohne Atemgerät. Wir weigern uns vehement, das zu tun. Weil wir kein Eisen haben. Keine Ahnung haben, wo man Eisen herkriegt. Ohne Atemgerät müssen wir jetzt an der Oberfläche. Und dann müssen wir halt wieder so einen Weg zurückfinden und dann... Ja, gut, dann gehe ich einfach so lange nach. An der Oberfläche bringt aber auch wenig. Außer wir timen so, dass du dich zu mir portest, wenn ich kurz vorm Sterben bin, und ich porte mich zu dir, wenn du kurz vorm Sterben bist. Das wäre eine Maßnahme. Okay, dann machen wir das so. Ah, ich bin gerade schon unten. Ja, das ist prinzipiell egal. Hier ist das Monster. Okay, sobald du tot bist, sagst du mir Bescheid, dann mache ich kurz Strecke und dann portest du dich zu mir und dann wieder zurück. Bin tot. Okay, alles klar. Dann fange ich jetzt an, Strecke zu machen. Und sag du Bescheid. Dann... Ja, wenn ich mich zurückporte, sage ich dir Bescheid. Kurz vorher. Alter, steck ich in einem Loch. Okay, port dich zu mir. Bin unterwegs. Sehr gut. Ich bin auf der Oberfläche. Sehr schön. Ich bin auf meinem Schiff. Dann sagst du mir Bescheid, wenn dir die Luft ausgeht. Okay. Ich komme hier gerade noch nicht sehr weit. Ah, hier ist eine. Nicht in die Höhle gehen. Oberfläche. Nur Oberfläche. Hier ist eine Oberfläche. Okay. Luft ist alle, teleportier dich. Teleport? Geh weg. Verschwinde. Ich verschwinde. Ich habe ein, zwei eingesammelt. Sammel du da weiter, wo ich war. Das tue ich. Na, ich habe keine Kisten hier, das ist natürlich blöd.
kann mein Zeug hier nirgendwo lassen. Doch, du hast diese Terminal-Tafel. Komm zu mir. Komm zu dir. Ups, ich war glaube ich zu früh. Oder? Ja. Yep. Verdammt. Wo kann ich mein Zeug ablegen? Diese Terminal-Tafel, da kannst du dein Zeug hinpacken. Ah, okay. Bei dir auf deinem Schiff. Wir haben jetzt 77 gesamt. Ja gut, das schaffen wir noch. Ich bin unten. Gut, dann geh nach links. Oh, hier sind welche. Luft wird knapp, komm runter. Unterwegs? Ich hab den Weg frei gebuddelt, hier kannst du. Sehr schön. Das wäre doch auch eine Taktik. Ich buddel für dich weiter und du kannst dann aufsammeln. Könnten wir auch machen. Luft, 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 komm. Ich komme. Ich bin aber ganz woanders. Ja, ja, geh weiter nach links. Ich habe alles geholt, was da zu holen war. Ach, hier ist was. Sehr schön. Ich habe ein paar. Luft wird knapp, teleportiere ich. Jetzt. Ja, unterwegs. Das ist doch eine Taktik. So, wo sammle ich, wo muss ich die jetzt hier? Wie muss ich die hinlegen? Nein, ich bin in die Höhle gefallen. Und ich habe Zähne. Ich habe Zähne hier. Sehr schön. Ich habe 10 bei mir abgelegt. Ich habe hier auch noch gerade ein paar. Zu mir. Unterwegs. So, wie weit sind wir hier? Nicht in die Höhle. Wir bräuchten jetzt noch 3. Du hast welche bei dir, das heißt, du kannst eigentlich zu dir zurück und die holen. Yep. Warte, ich halte noch. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Mach noch ein bisschen Mondwanderung, wenn es geht. Yay. Kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für. So. Ich komme nicht an die Tafel ran, da steht meine Crew vor. Haut ab. Ich sag haut ab. So, hier. 10 Stück. Ich komme rüber. So, ich packe dir 10 Stück hier rein. Alles klar. Okay, wir brauchen 100 Fuel wahrscheinlich im Inventar. Zack. So. In der obersten Kiste. In der obersten Metallkiste. Alles klar. Dritte von unten. 10 Stück. Sehr dann gut. Pack rein und mach einen Sprung. 107. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgend. Ich hoffe, wir müssen noch nicht irgendwas noch raffinieren oder sowas. Let's go. Ja, und wir müssen noch irgendwas machen, was sie im Wiki nicht angezeigt haben. Na, hier steht Fuel 100. Das musst du hier reinpacken. Ach, wo? Hier, bei dem Pad hier. Oh, okay. Da muss das rein. Oh, wir haben 200. Pack 100 hier rein, das Ding hier. Ich hab grad alles, was wir haben, rein.
Gut, das heißt, wir haben 200 Fuel, das heißt, wir können zwei Sprünge machen. Let's go. Was darf es denn sein für ein Stern? Ich sehe die Map nicht. Wie wär's? Ozean, Snowy, Lunar und Savanne. Klingt doch gut. Ja. Ich bin da einfach jetzt mal hingejumpt. Sag du einfach. Gut, dann gucken wir doch mal. Wir hätten einen. Runter mit uns. Waffe ausrüsten. Das könnte gefährlich sein dort unten. Ja, gucken wir uns erstmal das an. Das hier müsste der Savanne-Zeug sein. Schnee wäre doch ganz gut. Könnten wir doch jetzt zum Abschluss nochmal machen. Schnee, alles klar. Dann wechsle ich kurz die Route. Weil ich würde doch auch langsam auch bald das mal. Das hier ist der Mond. Das ist nicht so cool. Da müsste hier einer dabei sein. Wir hätten... Lass uns noch einen Schneeplaneten, wo es gerade so eisig draußen ist, machen können wir zum Schluss noch. Silber, Titan. Titan. Zu lange würde ich dann heute auch nicht machen. Gold. Das könnten wir schon machen, aber nicht mehr dieses Spiel. Ja. Boah, es ist so lächerlich. Wir brauchen Eisen. Eisen ist normalerweise nicht selten. Wir haben jetzt zwei Sonnensysteme, kein Eisen. Mhm. Ich habe Ozean anzubieten. Na, let's go. Genau, ein bisschen schwimmen. Ja. Wir können hier nicht runter. Nice. Wieso können wir nicht runter? Ich weiß es nicht. Gut, dann gucken wir uns ein anderes System an. Wir haben noch genug Treibstoff. Wie wär's denn mit irgendwas ganz, ganz weit weg? Hast du irgendwie einen Schneeplaneten oder so? Tundra wäre hier, aber da ist kein Mond. Wir brauchen einen Mond. Ozean, Dschungel hätten wir. Tundra und Mond hier. Irgendwo ganz, ganz weit weg. Alles klar. Dann gehen wir gerade dahin. Mir ist langweilig, weil er in einem Schiff ein bisschen umher. Kannst du Bösen nachher aufsammeln. Mhm. Also dann gehen wir mal runter. Mal sehen, was das ist. Wir haben das einzige Dorf entdeckt. Nice. Das existiert. Wow. Drin. Oh, super. Und wir kriegen Eisschaden. Sehr schön. Oh, es ist so lächerlich. Dieses Spiel ist so scheiße. Wir brauchen einen Schneemantel. Ja, brauchen wir. Und dafür brauchen wir Eisen. Haben wir einen Planeten mit Eisen? Nein, wir haben keinen Planeten mit Eisen. Es existiert kein Eisen in dieser Welt. Ich glaube, wir müssen mal einen Planeten mit Eisen finden. Ja, das habe ich jetzt versucht. Wir haben zwei Sternensysteme. Kein Eisen. Ich habe dafür einen Diamanten. Hey. Diamanten ist also Eisen ist seltener als Metall. Ja, offensichtlich. Können wir uns am Feuer aufwärmen? Ja, wir können uns am Feuer aufwärmen. Ja, cool. Ich gucke jetzt mal bei den Händlern durch. Nicht. Vielleicht hat da irgendwer zufällig Eisen. Ich friere auch am Feuer. Das ist aber Hauptsache. Ja.
Wie viel Eisen brauchen wir denn? Ich weiß es nicht, für ein Anvil brauchen wir halt Eisen. 120. Frog Furnishing. Ah ja. Die hat wahrscheinlich nur Pflanzen, so wie sie aussieht. Und was hat sie? Nein, die hat Tiere. Natürlich. Hier gibt es keine Crafting-Materialien, sowas wie Eisen zum Beispiel. Das wäre ja zu einfach. Oh, hey. Ich gehe mich in der Barbe. Rate mal, was ich gefunden habe. Eisen? Benzin. Nice. Ja, ich habe Fuel gefunden. Ich komme da nicht runter. Oh mein Gott, wir sind einfach so... Wir sind, glaube ich, das Endlevel von dumm. Nee, wir sind nur mega lost. Komm ich hier runter? Achso. Ich gehe mich in der Pinguinbar besaufen. Kommst du mit runter? Ich habe Neon Opening Sign. Ich kaufe mir jetzt Fuel und suche einen Planeten mit Eisen. Ach, weißt du was, Morty, das bringt doch nichts. Bin hier beim Pinguin, ich besauf mich. Komm runter, sauf mit mir. Ich guck jetzt mal, ob das wirklich nur ein Fuel pro Ding bringt oder vielleicht 100 pro Ding. Wollen wir das Ganze hier unten in der Bar beenden? Das Elend. Wir können auch eine Pokerrunde spielen. Moment. Ich guck kurz was nach. Die Bar ist doch ganz hübsch. Ich spiele gerade Poker mit einem Alien. Wow, das ist so lächerlich. Mit so einem Mottenviech. Ich porte mich zu dir. Ah ja. Ich habe den Begleiter unten. Bartender. Oh, jetzt habe ich mich hochteleportiert. Nö, ich habe mich auf wo habe ich mich hinteleportiert? Du hast die Quest angenommen. Du hast jetzt einen Bosskampf. Viel Vergnügen. Nice. Pinguine. Das ist ein Teleport-Shop. Pinguine sind aber gar nicht lieb. Eisen. Das finde ich aber gar nicht gut. Hat niemand behauptet. Achso, das ist ein, mein Teammitglied hier. Das war mit mir saufen. Sehr ja, schön. Vermutlich. Oh, hier bin ich. Da oben könnte doch... Oh, davon müssen wir aufsteigen. Oh Mann. Das ist so ein... Au. So, ich bin in der Bar und spiele Poker mit dem Pinguin. Cool. Ja, lass uns das Ganze beenden, Morty. Oder hast du jetzt noch oder siehst hier noch irgendwelche Sachen, die jetzt... die uns noch voranbringen würden. Absolut nicht. Und ich weiß nicht, ob es jemals aufgefallen ist, aber ich mag dieses Spiel nicht besonders. Ja. Dann komm doch mal runter in die Bar, dann können wir... Setz dich noch mal zu mir, dann können wir ja... ein schönes Abschlussbild finden. Wenn du meinst... Happy End.
ein Happy End hier in der Bar. Und sie lebten glücklich bis an die Lebensende und spielten Poker miteinander. Ah ja. Gut, dann hast du ein Bild, ich bin raus. Zumindest aus dem Spiel erstmal. Gut. Boah, das kommt halt sofort von der Festplatte, jetzt wo wir es nicht mehr brauchen. Ja. Irgendwann, falls wir mal wieder Interesse haben. Falls. In 2-3 Jahren mal wieder. Wenn wir uns wirklich mal chronisch die Projekte ausgeben. Also ganz ehrlich, dann nehme ich lieber einen Moment. Dann nehme ich lieber 26 Euro in die Hand und kaufe uns beiden kurz Corekeeper. Das ist halt so viel besser. Gut, aber fürs 3 Streams haben wir es jetzt mal anprobiert. Das war doch. Ja. Verschwendete Lebenszeit. Ich lade übrigens so bei Auto runter.